Hallo meine Lieben, heute machen wir mal einen Vollerwachsen-Podcast zum Thema Corona. Also viel Spaß dabei. Hallo liebe Gemeinde da draußen an den Endgeräten. Hallo! Willkommen zu Vollerwachsen-TV. Das ist der Hauser? Das ist ein bisschen Kasper. Ist richtig. Hauser, grüß dich. Sag mal, ja. Bist du eigentlich auch infiziert? Ich glaube nicht. Hast du heute schon Hände gewaschen? Ja klar, als ich angekommen bin. Ich habe so einen Timer eingerichtet. Ich wasche jetzt alle 15 Minuten Hände. Das ist ein bisschen übertrieben. Meinst du? Ja. Ganz schön vieles übertrieben, glaube ich. Vor allem, wenn du zu Hause alleine bist. Ach so, ich bin ja, ja. Also, oder nicht unterwegs bist, sagen wir mal so. Ja, stoßen wir erstmal mit unserem Corona an. Ich bin nämlich infiziert. Mit Corona. Prost. Prost, meine Lieben. Ist gar nicht so schlimm. Nö. Also es schmeckt jetzt nicht großartig, aber Corona ist nicht so schlimm, will ich alle sagen. Ja. Oder? Wir haben jetzt ja auch das Corona Extra. Ach so, ist Corona Extra. Ja, da ist nichts anderes drin. Nur Corona? Das ist nur Bier. Nur Corona? Ja, nur Corona Extra. Nur Corona Extra. Ja. Da gibt es ja auch noch eine mutierte Variante. Eine mutierte Variante? Ja. Mit Zitrone oder Limette. Na, das ist aus der Flasche. Ach so. Ja. Ah. Ja. Das ist doch das, worüber wir gerade reden, oder? Ich bin mir nicht sicher. Also wird deswegen die Hamsterkäufe und so? Es waren nur, ich habe sechs Dosen gekriegt. Und es waren nur noch 10 da. Dann hättest du alle 10 nehmen müssen. Ja, ich wollte ja auch für andere noch was haben. Na, du bist ja nett. Ja. Ich weiß. Außerdem wollte ich nicht von vorne nehmen, sondern von hinten. Mhm. Weil man weiß ja nie, was vorne alles schon ist. Mhm. Ja? Hast du in deinen Tabak gehustet? Weil ich nehme jetzt mal deinen Tabak. Ja, ich muss ihn irgendwie feucht machen. Ach so. Ah. Okay. Ja, ja, ist so. Aber ich habe aus 1,50 Meter Entfernung gereinigt. Ah, dann geht's ja. Das ist so okay, oder? Kannst du mal aufhören, in deinen Handrücken zu husten? Ich habe hier hingehustet. Nee, du hast in den Handrücken. Nein, ich habe nicht in meinen Handrücken. Okay, gut. Aber mal zum Thema Händewaschen nochmal. Ja. Machst du das echt alle 15 Minuten? Vielleicht. Na jetzt, wo du gesagt hast, dass ich ja eigentlich alleine hier bin, mache ich es vielleicht noch alle 20 Minuten. Ja, das macht schon mehr Sinn. Ja. Das macht schon viel mehr Sinn. Nein, ernsthaft jetzt. Also ja, ich habe mir die Hände gewaschen heute. Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, wasche ich mir immer die Hände. Ja. Egal, ob es jetzt darum geht, Corona zu trinken oder ob es darum geht, dass hier irgendwelche Viren um sich schlagen. Ob sie jetzt mutiert sind oder nicht, keine Ahnung. Man wäscht sich generell die Hände, glaube ich, oder? Ja, also für die Leute, die... Also auch nach dem Toilettengang. Eben, das wollte ich gerade sagen. Hm? Man wäscht sich nach jedem Toilettengang, auch bei kleinen Geschäften, immer die Hände. Richtig. Egal, was man vorhat. Richtig. Und besonders zur heutigen Zeit. Aber wir wollen keine Panik machen. Nö, wir machen ja keine Panik. Nein. Willst du mich jetzt panisch hier da sitzen? Nö, du bist so ruhig wie immer eigentlich. Ja. Ja. Weil warum sollte ich auch panisch sein? Weil die ganze Welt panisch ist gerade. Ja, weil die ganze Welt bekloppt ist. Ja, die ist ganz schön bekloppt. Also mal ganz im Ernst. Weißt du, ich war letzte Woche sogar, war das Montag? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ist nicht schlimm. Aber eins von den beiden Tagen, letzte Woche oder Montag? Hm? Ja. Gut. War ich im Supermarkt. Ja. Und wollte Salat kaufen und Pesto. Mhm. So. Und ich war mal bei Lidl.
Du warst bei Lidl. Weil Lidl lag auf dem Weg. Es gibt aber auch Aldi und Rewe und Kaisers und... Aber das liegt bei mir nicht auf dem Weg. Von der S-Bahn nach Hause. Mhm. Deswegen dachte ich mir, okay, Kasper, gehst du zu Lidl. Aha. Bin da reingegangen in diesen Lidl. Ja. Lidl. Es gibt aber auch Aldi, Rewe, Kaisers. Ja. Plus. Plus? Nee, das ist jetzt Netto. Das ist jetzt, glaube ich, der schwarze Netto. Der mit dem Hund. Ah. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber du warst bei Lidl. Ich war bei Lidl. Ja, gut. Genau. Die aus Neckarsulm. Irgendwo da. 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 Und nimmst du ihn. Genau, genau. So. Und es gab nur noch Blattspinat an Salat. An frischen Salat. Aha. Und Nudeln gab es gar nicht mehr. Pesto? Nein. Mehr hat mich auch nicht interessiert. Aber generell sahen die Regale sehr, sehr traurig aus. Ja, bei mir auch. Und ich frage mich oder habe mich da gefragt, warum? So ging es mir beim letzten Einkaufen auch. Da wollte ich ja unser Bier kaufen. Unser Bier ist teurer geworden. Ja. Toilettenpapier gibt es keins mehr. Das Nudelregal war leer. Nur noch Vollkornprodukte. Und gut für uns. Ja, wir essen nämlich... Wir essen gerne Vollkorn. Ja. Und, was man dazu sagen muss, liebe Gemeinde, Vollkorn... Schützt vor Corona. Richtig. Für die Hamsterkäufe da draußen. Nee, nee, schützt nicht vor Corona. Dann dachte ich nicht, dann haben wir kein Vollkorn mehr. Schützt mich, ja, nee. Also bloß kein Vollkorn kaufen. Die macht ihr ja eh schon, aber genau. Kauft kein macht's Vollkorn. Nicht. Macht's nicht. Macht kein. Weil wir brauchen die Ballaststoffe. Und genau. Wir brauchen auch das ist wesentlich mehr der Energiehaushalt. Ja, ja. Der ist wesentlich und ich mag mehr die, gedeckt als bei Weizen. Und ich mag die 5 Euro Mutti-Tomatensoße eh viel lieber als die Billig-Tomatensoße. Hm. Ja. Aber wie... Weißt du, was auch hilft? Was denn? Tomaten kaufen. Ah, aber die halten ja nicht so lange. Wobei... Hast du keinen... Frierst du sie ein? Die Tomaten, die frischen. Ja. Einfrieren. Ja, oder machen mach eine Soße drauf. Also zuerst verarbeiten. Genau, und dann Also du bist ja schon richtig preppermäßig unterwegs. Das ist nicht preppermäßig, das ist, glaube ich, warte mal. Prepper ist dieses amerikanische, englische Gedöns, da sieht auch wirklich leichten Schaden. So wie manch andere mit ihren Hamsterkäufen. Dabei haben die gar nicht so dicke Backen. Ja, im Tiergeschäft waren die Hamster auch ausverkauft. Das fand ich dann ein bisschen komisch. Echt? Ja, ja. Ich glaube, da haben manche Leute das Wort Hamsterkauf falsch verstanden. Ah. Ah. So weit hätte ich gedacht. Egal. Nein. Um nochmal zum Thema zurückzukommen, wir schweifen gerade ein bisschen aus. Hm. Und es ist auch nicht witzig gerade. Obwohl ich es doch recht witzig finde. Ne? Ein bisschen. Es macht keinen Sinn. Was jetzt genau macht keinen Sinn? Alles. Alles. Diese ganze Hysterie. Die ganze Hysterie macht keinen Sinn. Dieses ganze, oh mein Gott, ich habe, könnte eventuell Corona haben oder ich werde krank oder ich werde zu Hause eingesperrt. Im Übrigen... Ich hätte gar nichts dagegen, eine Weile zu Hause. Ja, das finde ich auch okay. Ne, aber weil dann nicht raus zu müssen. Ja, der Punkt ist aber auch, gegebenenfalls, wenn du nicht alleine wohnst und eventuell in einer Wohngemeinschaft oder Familie hast und du der Einzige bist, der angesteckt ist, kommst du nicht nach Hause. Dann kommst du nämlich in eine Quarantänestation. Ich habe gelesen, man darf trotzdem zu Hause sein, man muss sich aber nur von den anderen entfernen. Wer macht das mal bei einem Dreijährigen? Ja. Oder 2, 1, 5, 6. Bei 18 wird es dann leichter, bei 16. So. Kommt drauf an, was du für eine Bindung hast. Lassen wir das jetzt mal. Lassen wir das jetzt. Das wird gerade ein bisschen ekelig. Ja. Auch vom Gedankengang her.
Es ist nicht witzig. Nee. Das ist gerade echt. Leiten wir mal schnell weiter. Weißt du, ja. Was ich neulich hat wegen zurück zu den Hamsterkäufen. Ja. Da hat einer die Idee gehabt. Er macht sich einen Spaß draus und sagt, dass es jetzt eine Extra-Seite für Hamsterkäufe gibt, wo man sich alles Benötigte für die Hamsterkäufe erledigen kann. Mhm. Da wird er hat geschrieben, da wird automatisch das in den Warenkorb eingepackt, was wirklich wichtig ist für einen Hamsterkauf und für die aktuelle Lage. Und die Seite würde xhamster.com heißen. Und was ist wichtig, wenn du einen Hamster kaufst? Was? Was ist wichtig, wenn du einen Hamster kaufst? Dass man eigentlich nur einen kauft, weil Hamster sind Einzelgängertiere. Das ist richtig. Aber zurück zu xhamster.com. Wenn man auf die Seite geht, kommt man nicht auf eine Seite, wo die einem beim Hamsterkauf hilft. Sondern so eine Prepper-Kacke oder was? Nee, eine Porno-Kacke. Echt? Ja, xhamster.com. Also wenn ihr alleine seid, in Quarantäne, hilft euch dann vielleicht trotzdem xhamster.com. Aber das muss man bezahlen, oder? Wenn man sich da anmeldet. Ich habe noch nicht nachgeschaut, ehrlich gesagt. Kann man sich da Vorschauvideos bei YouPorn angucken? Wahrscheinlich. Aha, sehr interessant. Naja, egal. Ja, nochmal zum Thema Hamsterkäufe. Ich verstehe es nicht. Ich? Und ich finde es ganz ehrlich auch lächerlich. Vor allem das mit dem Toilettenpapier. Ja, das stimmt, ja. Warum kaufen die Leute jetzt plötzlich, was haben die vorher gemacht? Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn ich Toilettenpapier kaufe, also ich bin Single, lebe alleine, wenn ich so eine Packung Toilettenpapier kaufe, dann reicht die bei mir eine Weile. Ja. Also die reicht auch bei mir und wir sind drei Leute zu Hause. Also auch eine Weile. Also eine Woche bestimmt. Ja. Vielleicht auch anderthalb. Ja. Und man kann auch zur Not mit Taschentüchern. Oder. Oder, so. warte mal. Es gibt. Moment, ich glaube, da gibt es noch sowas. Ich habe mal gelesen von Wasser. Ach, H2O. Mhm. Ja, damit kann man sich auch waschen. Waschen. Hände waschen übrigens. Nicht nur vergessen. Die Hände, auch den After. Ja. Und also, ja. Sonst juckt es auch irgendwann, wenn man das nicht macht. Das ist richtig. Und gegebenenfalls, vielleicht hat man ja auch zu Hause, warte mal, alte Sachen. So Stoffreste oder sowas. Ja. Die kann man auch, wenn die Handtücher alle sind, auch zu Not, weil man nicht waschen möchte. Übrigens, warum möchte man nicht waschen? Ich weiß es nicht. Es macht schon Sinn, glaube ich. Wäsche zu waschen? Ja. Eigentlich schon. Ja, und gerade in Zeiten von Corona. Corona. Macht es, glaube ich, auch Sinn, eventuell öfters mal zu waschen. Ja. Vielleicht so alle zwei Tage. Ja. Die Handtücher mal zu wechseln. Ja. Und einfach mal bei 90 Grad zu waschen. Ja. Denn wir haben, hast du das mitbekommen, dass es eventuell, dass dieser Virus, dieser Coronavirus, ich bin übrigens voll infiziert, im Sommer eventuell ein bisschen abklingen kann, weil dieses Coronavirus oder generell die Viren mögen ja keine Hitze. Ach so. Oder keine höhere Temperatur. Aber das hat auch Trump schon gesagt, dass es ab April weniger wird. Ja, aber ich glaube nicht mit dem Hintergedanken, oh, es wird warm. Nicht? Nee. Denkt Trump nicht so weit, meinst du? Oder meinst du, Trump hat das Ding alles initiiert? Wahrscheinlich. Nach dieser ab April ist das eh gegessen. Ja, der weiß das. Weil dann drücke ich auf den Knopf und dann ist das Thema eh erledigt. Ja. Vielleicht meint er das damit. Ja, es ist eh alles von Trump initiiert. Ja. Weil im April beginnt der Wahlkampf. Ja. Der ist ja jetzt schon. Ja, aber er kann dann sagen... Er drückt dann auf den Knopf, Der Coronavirus ist ausgeschaltet, ja, keiner erkrankt mehr, keiner stirbt mehr. Und dann kann er sagen, siehst du, ich habe es doch allen gesagt, ich hatte die meiste Ahnung. Stimmt, und twittert er es dann? Stimmt. Oh. Aber nur mit gewaschenen Händen twittern. Das weiß ich nicht, so, hast du ihn das letzte Mal gesehen? Das letzte Mal habe ich ihn in so einem großen Saal. Er hat ja jetzt auch behauptet, er fasst sich selber nicht mehr ins Gesicht. Und bei dieser Meldung wurden dann Bilder der letzten zwei Wochen von Trump hochgeladen, wo er sich ständig im Gesicht fasst. Ja, nee, er kann ja auch, glaube ich, nicht anders. Wahrscheinlich, weil er sich so toll fühlt. Ja, ja.
Ich finde ihn auch, hast du sein Gesicht, seine Gesichtsfarbe das letzte Mal wieder in den letzten, ich fand, der wird immer dunkler. Noch orange, ja, dunkler? Ja, ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es so eine Anti-Corona-Spray, damit es bei ihm nicht ankommt. Meinst du? Ja. Meinst du? Ja. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht ist da auch einfach jetzt mehr Möhren. Oder er geht mehr ins Solarium, weil ja er weiß, dass die Corona nicht so die Hitze mögen. Oder in die Sauna und Solarium. Ach so. Ja. Das kann natürlich sein, dass er dann immer im Solarium sitzt, ja? Und dann sein Gesichtsbräune anhat und dann immer so... Ja. Die Corona. Und dadurch gehen die raus. Ja. Und dann sterben die ab. Ja. Das macht Sinn. Das macht total Sinn. Ja. Und er, vielleicht denkt er auch, wenn er das immer so macht, dass dann alles, wenn er immer aushustet, dass nach einer halben Stunde der komplette Virus raus ist. Bestimmt denn, ja. Ist er das nicht? Ich weiß nicht, ob es nach einer halben Stunde ist. Ich dachte, es ist nach einer 45 Minuten gewesen. Ach so. Ja, so habe ich auch mal gehört, ja. Dass man... Ja. Aber weißt du, wen ich eigentlich total toll finde? Nee. Also auch wie er es macht? Nee. Total unaufgeregt? Wer? Und ich muss echt sagen, Respekt vor ihm. Ja? Und ich glaube, er hat auch ein paar Sympathiepunkte mehr gewonnen jetzt. Wer denn? Unser netter Gesundheitsminister, der Herr Spahn. Der Herr Spahn? Ja. Warum? Was macht er? Naja, Panik ist da nicht groß geschrieben bei ihm. Weil... Und ich finde es auch... Auch. Ja, eben. Ne? Aber weißt du, wen ich noch viel witziger finde als Minister Spahn? Nee. Und auch viel cleverer als Minister Spahn? Also hinsichtlich einer ganz bestimmten Sache. Ich fasse mal kurz mit meinem Daumen ins Auge, weil es juckt gerade. Und ist der Herr Macron. Hast du das mitbekommen? Dass er sämtliche... sämtliche Desinfektionsmittel, also hier Handdesinfektions- und Flächendesinfektionsmittel und hier diese Masken, beschlagnahmt hat in Frankreich. Das ist clever. Ja, und die sukzessive an die Stellen verteilt, die es wirklich benötigen. Ja, das ist wirklich clever, weil denkt mal daran, wenn ihr, es gibt da draußen so Helden, die jetzt... sämtliche Desinfektionsmittel groß einkaufen und Mundschütze kaufen. Das Problem dabei ist, ihr werdet vielleicht reich dabei, wenn ihr die weiterverkauft. Problem dabei ist, dass es den Krankenhäusern, die das Zeug auch wirklich benötigen, langsam ausgeht. Und ich will nicht von einem Arzt operiert werden, der keinen Mundschutz hat oder kein Desinfektionsmaterial. Egal, ob jetzt Corona ist oder nicht. Richtig. Weil. Also denkt mal ein bisschen drüber nach. Es ist ja, richtig. Denken ist manchmal. Es kommt anders, wenn man denkt. Ne? Und Egoismus ist nicht geil. Nee, das bringt nicht euch, immer. Das bringt euch vielleicht 5 Minuten etwas. Ja. Aber danach. Denkt mal ein bisschen an die Allgemeinheit. Ja. Denn wir sind wesentlich mehr als nur zwei. Ich meine, wir hatten auch schon Einbußen. Ja, wir sind erfolgreiche Supermodels, die überall gebucht werden. Ja. Und neulich hätten wir in Italien auftreten sollen. Ja, wurde abgesagt. Ja. Ja. Wir haben asiatische Kollegen, die in Deutschland leben, ja, die überhaupt nicht mit Asiaten in ihrer Heimat in Kontakt kamen. Die werden tatsächlich gemieden jetzt, ja. Richtig. Und Ich habe das schon gesehen, dass Leute die Straßenseite gewechselt haben. Ja, oder in der S-Bahn aufstehen, wenn da jemand kommt oder so. Ja. Denkt mal ein bisschen. Also übrigens, es ist tatsächlich nichts anderes als eine Grippe. Nichts Großartiges anderes als eine Grippe. Auch bei einer Grippe sterben auch Menschen. Wahrscheinlich sogar bisher sind da statistisch gesehen im gleichen Zeitraum wie Corona mehr Menschen an einer normalen Grippe gestorben als an Corona. Überlegt wir mal, denkt nicht. Mal drüber nach. Wir wissen es nicht. Aber wenn man jetzt die sich Statistiken aus den letzten Jahren reinzieht, dann ja. Ja. Und glaubt nicht ständig oder hört auf damit, Stern.de, Spiegel.de, was auch immer noch da draußen für Nachrichtenseiten gibt. Das ist alles nur Panikmache.
Ganz wichtig, die Bildung. Die Bildung ist, ja, die Bild. Die Bildung, die euch bilden will, die ist voll von Corona-Nachrichten und schreibt aber gleichzeitig, warum es eine Panik gibt. Überlegt, denkt doch mal ein bisschen drüber nach. Und wenn ihr euch wirklich informieren wollt, dann geht auf eine offizielle Seite, wie zum Beispiel das Robert-Koch-Institut. Die Seite vom Bundesministerium für Gesundheit zum Beispiel. Genau. Ist auch ganz angenehm. Oder es gibt auch so die Quellen, ne? So Quellen. Ne? Das ist da, wo man sich das Wissen oder nicht nur Wissen, sondern auch Input holen kann, sind vielschichtig. Ja? Und es gibt wesentlich mehr seriöse Quellen, wenn man mal ein bisschen mehr sucht und auch nicht nur Corona eingibt, ne? Weil alles das, was oben steht, oben bei Google, ne? Sind die Sachen, die meistens, wenn da Anzeige steht, wurde dafür Geld bezahlt, dass die oben stehen. Ne? Und wer das tut, der kann nur zu 50% seriös sein. Nur mal kurz als Denkanstoß. Egal. Es gibt eine Seite, die nennt sich infektionsschutz.org. Punkt. Da kann man zum Beispiel lesen. Verlinken wir auch unten. Ja, noch. Ja. Braucht da was draufklicken. Braucht da nicht suchen. Also vielleicht runterscrollen und kurz zwischen anderen Links, die wir noch verlinken, hinsichtlich Corona, auf dieser Seite infektionsschutz.org. Da kann man lesen, wie man sich ohne Desinfektionsmittel, ne, weil es ist nicht wichtig, Desinfektionsmittel zu haben. Vor allem, das möchte ich noch sagen, auch bei uns auf Arbeit und so weiter, stehen jetzt überall Desinfektionsmittel. Guckt euch die mal an. Wirklich wirksam sind die erst ab einem Alkoholgehalt von ab 80%. Und es muss ganz explizit draufstehen, dass die gegen Viren sind. Ja. Ansonsten diese Bildung, könnt ihr euch ganz normal Hände waschen. Das bringt genauso viel. Ja, auch ohne Seife. Genau. Es wird nicht alles abgetötet, aber es bringt wesentlich mehr. Und das ist bewiesen. Es ist bewiesen medizinisch, dass sich beim normalen Händewaschen schon Bakterien und Viren von den Händen entfernen lassen. Und wenn ihr dann auch noch Seife mit dazu packt, ja, wenn ihr Angst habt, dass ihr Kernseife nehmen wollt, dann nehmt einfach Flüssigseife. Ja? Weil Viren lassen sich mit Seife-Molekülen, Molekülen heißt das, ne? Molekülen, Molekularen, Molekül. Egal. Binden. Binden. Es hilft. Ja? Ihr kommt von draußen irgendwo rein, ins Büro, nach Hause, in ein Restaurant. Was weiß ich, geht der erste Gang, nein. Ist zum Kühlschrank. Nicht, genau, weil wir wollen ja trinken. Ne? Genau. Und danach auf Toilette zum Händewaschen. Genau. Und da gibt es auch Handtücher. Im überwiegenden Fall einmal Handtücher. Die sind super. Wascht euch einfach die Hände, trocknet euch die Hände ab. Und wascht euch nicht die Hände mal eben kurz hier, sondern einfach mal 20 bis 30 Sekunden. Ja, überall Daumen, Fingerspitzen, ganz wichtig Fingernägel, hier, diese Nägel hier, ne? Weil unter den Nägeln sind nämlich auch Bakterien und Viren, ne? Also mal richtig Finger waschen. Naja, es gibt in Australien, das war glaube ich gestern, waren wir auf dem Weg zur Arbeit, ja, im Auto und wir haben Inforadio gehört. Ja? Also Inforadio. Das ist in Australien. Die Hamsterkäufe extremst hoch sind zum Thema Toilettenpapier. Und es aktuell sehr schwer ist, in Australien die Regale nachzufüllen. Deswegen haben sich mehrere Radiosender zusammengetan. Also nicht zusammengetan, aber sie machen, veranstalten Quiz-Sendungen oder sonst irgendwas, ne? Und verlosen dann Toilettenpapier für die Australier.
Die verlosen Toilettenpapier. Ja, als Gewinn gibt es Toilettenpapier. Das ist ein geiler Gewinn. Das ist mega, oder? Das kann man seinen Enkeln irgendwann erzählen. Ich habe mal im Radio Toilettenpapier gewonnen. Richtig, richtig. Das ist eine geile Story. Und ich brauchte es wirklich für den Toilettengang. Ja. Dann. Dann. Im Nachgang. Ja. Ja, genau. Und die australischen Behörden haben auf diesen Fakt der Hamsterkäufe hinsichtlich Toilettenpapier mit Verwunderung agiert. Ja, würde ich auch mit Verwunderung reagieren. Weil 80% sämtlicher Toilettenpapierhersteller sind ausverkauft. Nee, sind in Australien. Echt? Ja, also für Australien. Ach so. Jetzt nicht für den Rest der Welt, auch für Australien. Und die machen das quasi, die stellen das quasi im eigenen Land her. Und es fehlt dann nicht an Nachschub. Ja. Es dauert zwar 2-3 Tage länger, weil es ist halt extrem, was da gerade gekauft wird. Aber der Nachschub, der kommt. Der kommt. Ja. Nachschub kommt immer. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir nichts zu essen haben. Oder dass wir eingesperrt sind. Oder sonst irgendwas. Denn ich glaube, wir haben... Es gibt sowas wie Bauern, oder? Es gibt noch Bauern, ja. Mhm. Und gut, die haben jetzt keine Bananen, keine Kiwis. Ne? Aber die haben ja Äpfel. Apple every day keeps the doctor away. Genau, genau. Und haben auch andere Sachen, die gesund sind. Gesund sind und der Jahreszeit entsprechend sind auch. Ja. Man kann sich auch von Kartoffeln eine Weile ernähren. Richtig. Oder auch Nudeln selber machen, indem man. Könnte man auch. Mehl und Wasser mischt. Miteinander mischt. Ja. Das Mehl ist übrigens gar nicht so lange haltbar. Also. Das ist richtig. Wenn ihr jetzt kiloweise Mehl kauft. Macht keinen Sinn. Und keine Panik ausbricht. Irgendwann ist euer Mehl schlecht. Und so viele Nudeln könnt ihr gar nicht machen, was ihr dann mit diesem Kilo oder Pfannkuchen, Eierkuchen, also ihr müsst das Zeug ja auch irgendwie verbrauchen. Das ist richtig. Und wenn nichts passiert, dann passiert nichts. Und die Erdbeerzeit kommt erst noch. Das heißt, die kommt auch noch keinen Erdbeerkuchen backen. Nee, eben. Also was ich auch mit erfahren habe, in Südkorea gibt es Drive-Thrus. Die dich im Schnellverfahren quasi auf Corona testen. Das ist wie so ein Drive-In. Wir haben in Deutschland, ist es noch nicht ganz so krass mit der Corona-Geschichte wie in China, in Italien oder in anderen Ländern, Irak oder sowas. Aber wenn wir jetzt schon Probleme haben mit dem Pflegepersonal und den Ärzten, wie sollen das erst werden, wenn es ist ja noch keine Pandemie, wie der Herr Spahn sagt, es ist ja erstmal eine Epidemie. Aber wenn dann Pandemie ausbricht, wie soll das dann erst werden? Genau. Also das heißt auch, geht nicht gleich in die Notaufnahme, nur wegen einem kleinen Schnupfen. Ja. Oder, also, ja. Wenn ihr wirklich das Gefühl habt, oder der Meinung seid, ihr habt euch angesteckt oder ihr habt Corona, dann ruft einfach erstmal euren Hausarzt an. Oder wählt den, was ist das, Kassenärztliche Vereinigung, kannst du auch anrufen, ne? Mhm. Ja, das können wir alle auch nochmal verlinken da unten. Die helfen euch auch. Die stellen euch nämlich erstmal Fragen zu dem Thema. Weil es bringt nichts, wenn ihr denkt, ihr habt es, und dann geht ihr eventuell nur mit einem Schnupfen in eine Arztpraxis, die überfüllt ist, und steckt euch dann damit an. Es macht keinen Sinn, nee. Meine lieben Liebenden. Ja. Aber okay. Ja, auch Hamsterkäufe machen keinen Sinn. Aber was auf jeden Fall Sinn ergibt, ist, sich die Hände zu waschen. Und nicht eventuell sich zu küssen. Nicht? Nee. Schade. Also, naja. Mach. Nein, Spaß. Ja, ich glaube, das reicht jetzt. Das reicht jetzt. Deshalb, Leute, keine Panik auf der Titanic. Die ist eh schon untergegangen. Die ist genau. Ja.
Hände waschen nicht vergessen. Und ganz wichtig, trink Corona. Prost. What the fuck? Prost. Cheers, meine Lieben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau. Vielleicht. Wenn ihr mehr Podcasts von uns zu aktuellen Themen haben möchtet, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr immer auf einem Laufenden bleiben möchtet, dann abonniert uns und drückt die Glocke. Und total toll wäre es, wenn ihr uns ein Feedback da lassen könntet mit einem Like oder Dislike oder einem Kommentar. Ja. Und ja, es ist manchmal auch witzig. Man darf über alles Witze machen. Richtig. Schreibt, ihr könnt ja uns ja auch schreiben, wie es euch gerade geht und ob ihr vom Corona schon betroffen seid oder ob ihr Corona habt. Und wie ihr euch dabei fühlt, das würde mich schon mal interessieren. Wie wirkt sich das tatsächlich aus? Da wäre ich wirklich sehr neugierig. Ist es wirklich wie eine normale Grippe oder total anders? Ist es wie eine Männergrippe? Oh ja, das ist ja schlimm. Ja. Dann wäre es jetzt schon eine Pandemie. Also Männers und Frauen. Und Kinder. Und Kinder. Und Omas und Opas und... Hamster. Hamster. Die vor allem Hamster. Ja. Wir wünschen euch was. Renn ihr hauen. Renn ihr hauen. Ciao.